Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, was in Vins selbstgemachten Adventskalender drin ist. Das Video verlinke ich euch gerne nochmal. Und heute zeige ich euch so eine Last-Minute-Idee für einen Adventskalender, den man auch super gut verschenken kann. Und zwar ist das ein Tee-Adventskalender und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Fangen wir mal damit an, was wir brauchen. Wir brauchen einen Pappteller. Ich hatte günstigerweise noch einen roten da. Das passt halt super zur Weihnachtszeit, dann eine Heißklebepistole, 24 Wäscheklammern und 24 mal Tee in diesen einzelnen verpackten Beutelchen. Ich habe hier, ich glaube, das sind 8 verschiedene Sorten und ich habe das so ein bisschen farblich aufeinander abgestimmt. Also ich habe 12 grünliche und 12, die so ins Orange, Rosa, Rötliche gehen. Und wir beginnen jetzt damit, dass wir die 24 Klammern an dem Tellerrand befestigen. Und zwar hier an dieser Seite. Wir suchen uns halt das obere Teil aus. So wird das Ganze dann festgeklebt, damit man hier das dann noch bewegen kann, um hier den Tee einzuklemmen. So, ich habe jetzt alle Wäscheklammern angebracht und ich habe bewusst diesen Bereich hier freigelassen, weil hier kommt dann nachher ein Loch rein, damit man das Ganze auch aufhängen kann. Und ich habe mir gerade überlegt, dadurch, dass ich hier die Freifläche habe, kann man hier super entweder noch was draufschreiben, wäre jetzt natürlich sinnvoll, das im Vorfeld zu machen, bevor man die Klammern anbringt, oder noch ein Bild einkleben. Das werde ich nämlich machen, dass ich noch ein Bild hier einklebe. Und das sind jetzt hier meine Teesorten, die ich jetzt einfach hier auf die Klammern verteilen werde. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!